Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es ist das Finale des Aliens, ihr seht ihn schon hier. Und ja, ich habe hier mehrere Kameras jetzt hier im Raum verteilt. Eine habe ich hier, eine schaue ich da rein, eine ist dort oben, eine ist da rechts. Und ich hoffe, dass ich das alles so ein bisschen zusammenkriege, wie ich mir das halt entsprechend vorstelle, weil die Kamera habe ich darauf, weil der Alien passt ja natürlich nicht mehr in die Kamera, wie ich sie jetzt zu stehen habe. Und deswegen habe ich die Kopfkamera auf und werde euch den Alien halt so entsprechend mal vorstellen. Die Kamera hier rechts von mir, die nimmt ihn fast in der Totalen auf. Mein Zimmer ist halt nicht sehr groß, ist ja 3x5, glaube ich, 3x2, wie auch immer, keine Ahnung. 3x3, 3x4 ungefähr, ist nicht sehr groß. Also deswegen Alien sehr groß in aufgenommen. Ja, ich weiß jetzt nicht immer, wo ich jetzt anfangen soll, aber ich sag mal so, der Alien steht hier jetzt erstmal. Ich werde jetzt erstmal hier aus meinem Sessel raus und hoffe, ihr seht jetzt den Alien halt in der ganzen Pracht. Ich gehe mal ein Stück zurück, dass ihr das sehen könnt. Es ist ein bisschen schwierig jetzt hier mit allem zu machen. Licht funktioniert. Ich hoffe, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Seht ihr, dass das Licht funktioniert hier? Ich hoffe, das ist zu sehen. Nicht, dass ich mich wieder anschmiere. Aber dann wollen wir mal die Schnauze. Die funktioniert auch. Das ist sehr schön gemacht. Also wie gesagt, ich finde ihn total cool. Vom designmäßig ist der absolut nach meiner Ansicht absolut top gemacht, absolut schön gemacht, absolut klasse. Und jetzt kommt meine große Kritik. Es sind ja 100 Ausgaben gewesen. Jetzt hat man natürlich auch so gemacht, dass die Ausgaben halt, also hier haben wir Metallteile, hier, das ist hier alles gummimäßig, das ist auch gummimäßig, dass die Rippen sind teilweise aus Metall, alles sehr toll gemacht, alle super gemacht, alle klasse. Das Einzige, was mich wirklich, ja, ich sag mal, eigentlich schon ärgert und der ganzen Sache ein Miss, jo, Taschen, eine Misssache bringt, sage ich mal so rum, ist einfach mal die Konstruktion, wie das Teil zusammengebaut wird. Es ist schwierig zu machen, das jetzt, sage ich mal, so zu zeigen, wie das halt, dann halt zusammengebaut wird. Also da müsste ich ihn jetzt nochmal auseinandernehmen. Ich bin relativ zufrieden, dass ich ihn zusammen habe, weil man muss ihn mit zwei Leuten zusammen, sage ich mal, zusammenschrauben. Das kann eigentlich nicht so richtig sein. Das gefällt mir eigentlich nicht, weil man muss das Oberteil, ich zeige euch das nochmal gleich dann, wenn wir soweit fertig sind von der Funktion her und alles, zeige ich euch das nochmal ganz auf dem Papier und da kann ich euch nochmal ganz genau zeigen, wie ich das meine. Grundsätzlich gesagt, ich hoffe, dass man jetzt alles so sehen kann, grundsätzlich gesagt, die Konstruktion, so wie die jetzt steht, funktioniert. Aber in der Anleitung steht drin, dass der Schwanz hier drin, also der hier, der große, der zack, zack, mit einem Klettband festgehalten wird. Ich zeige euch auch noch gleich dann, wie das vonstatten gehen soll. Die Sache ist die, es funktioniert nicht. Er selber, ohne alles, also ich sage mal, ohne diese Hörner hier und ohne diese Hörner hier, die wir hier haben, steht er von alleine. Das ist gut. Ja, beruhig dich hier. Ja, bleib ganz locker. funktioniert es. So steht er ganz gut alleine. Wobei nach einer gewissen Zeit auch die Gelenke von den Beinen her nachlassen. Warum das jetzt so ist, kann ich nicht unbedingt sagen. Aber wenn er hier vorne steht, hier vorne soll er stehen, und dann geht der Schwanz rum und soll hier in diesem Halter gehalten werden. Das funktioniert nicht. Das heißt also, dass das ganze Konstrukt wird im Grunde genommen eigentlich durch diesen Halter und durch diesen Schwanz komplett gestützt. Das funktioniert nicht, weil der Schwanz nur mit dem Klettverschluss innerhalb der Figur hier hinten drinne gehalten wird.
Das funktioniert nicht. Genauso ist es das Problem, was wir hier haben, weil es hinten nicht funktioniert. Das müsste eigentlich die Kamera hoffentlich aufnehmen. Funktioniert das nicht, weil die Magneten, die hier drin sind, diese Magneten sind einfach mal generell zu schwach. Das Problem ist einfach nur, auch dass hier sind die Magneten außerhalb und in der Konstruktion sollen die Magneten, sage ich mal, hinter dem Plastik eingesetzt werden. Das heißt also, wir haben hinter dem, also wir haben das Magnet, wir haben das Plastik, wir haben dann nochmal einen gewissen Lüftabstand, dann kommt das nächste Magnet, was aufgeklebt wird. Dadurch, dass diese Magneten hier, das sind keine, ja, ich weiß nicht, was das für Magneten sind, Neodymen sind es nicht, die halten hier nicht besonders, die fallen also generell also wieder ab. Deswegen habe ich hier zum Beispiel auch ein gewisses Klettband dran gemacht, um dass das hier entsprechend gehalten wird. Gut, erstmal haben wir das soweit, er funktioniert, bin soweit an sich zufrieden. Als Resümee, ja, okay, funktioniert. Wie gesagt, alles so vom Design her, absolut der Hammer. Ich bin total begeistert. Aber von der Konstruktion her ist nicht so. Jetzt eine Sache habe ich, wenn er, ja genau, seht ihr? Er reagiert, aber reagiert nicht doll. Jetzt ist das Problem, was ich noch sehe, ist, ich muss mal ausschalten. Irgendwo ist hier hinten der Schalter, zeige ich euch auch noch. Das ist zum Beispiel auch einer der Punkte. Magnet hält nicht. So, jetzt ist er erstmal aus. Was sehr unkonstruktiv ist, ich habe das jetzt mehrfach probiert, mehrfach getestet, mehrfach geschaut, ob ich einen Fehler gemacht habe. Das kann es nicht sein, oder Leute? Das kann es nicht sein. Das ist einfach nach meiner Ansicht zu locker. Da ist irgendeine Konstruktion, die man hat vom Kopf her keine Führung. Klar, logisch, er kann den bewegen, das ist richtig. Aber viel zu locker. Viel zu locker, das funktioniert nicht. Genauso ist das auch, was ich noch zeigen wollte. Noch mal einschalten. Wir haben ja hier, ja, bewegt sich jetzt natürlich erstmal klar. Mal gucken, ob ich jetzt eine gerade Position kriege. Genau. So, wir haben jetzt hier, das ist übrigens die Fernsteuerung hier von dem von Evil Kniebel hier. Darüber schaltet man auch das Licht. Wird wahrscheinlich schwer zu sehen sein, aber das ist erstmal nebensächlich. Interessant ist ja, die Schnauze ist jetzt zu. Und wenn ich jetzt die Schnauze jetzt, also die innere Schnauze ausdrücken, drehen, ausfahren will, funktioniert es nur bis hierher. Das heißt also, der Motor bzw. die Stromversorgung, um beide Teile aufzubekommen, ist einfach mal zu wenig. Das heißt, ich muss ihn jetzt ein bisschen, ja, dadurch, dass ich ihn jetzt festhalte, ist schwierig, ein bisschen aufziehen. Nicht ganz. Dann, hoffen kann ich ihn loslassen, ja. Also es bewegt sich grundsätzlich, ich hoffe, es ist alles auf der Kamera drauf. Ich habe da ein bisschen Bammel, aber deswegen habe ich auch viele Kameras aufgestellt, dass ich das hier halbwegs auch zusammenbasteln kann. Aber so, wenn der Mund komplett zu ist, so wie es sein soll, fährt jetzt mal durch Zufall, aber an sich ist die Konstruktion, ja, jetzt haben wir Glück gehabt, dass es so funktioniert. Normalerweise ist es so, dass es beim ersten Mal, die Batterien sind nagelneu, also da gibt es keine Diskussion, die habe ich nagelneu gekauft, auch eingesetzt und ich habe auch gesehen, dass ich gute Batterien genommen habe. Qualität der Batterien, ein anderes Thema, könnte ich mich immer wieder mal ärgern, aber egal, das machen wir ein andermal. Aber wie gesagt, soweit funktioniert erstmal, wenn das mit dem Gelenk erstmal stimmt, dann funktioniert es auch halbwegs. Das erstmal zu dem Thema des Alien erstmal so. Ja, jetzt werde ich mir die Hefte mal vornehmen und werde noch zusätzlich erklären, was ich mit den Heften meine anhand der Konstruktion. Und ja, das werde ich jetzt erstmal so machen. Jetzt baue ich ihn erstmal ab, dann können wir uns erstmal hinsetzen, können wir uns die Hefte nochmal ansehen und dann, denke ich mal, werde ich dann, ja, alle zusammenschnippeln und das nochmal wiederholen. Alles gut, ich muss jetzt mal Cut machen. So, ja, jetzt habe ich ihn erstmal abgebaut,
Der Kumpel steht da. Genau. Ja, da ist der Kumpel. Diep, 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 diep. Achso, die Haube. Die Haube ist natürlich auch dabei. Ich habe die noch nicht aufgesetzt, weil die Haube wird eingeklickt. Die wird eingeklickt und ja. Oh, okay. Da wollte ich halt, wie gesagt, noch was machen. Aber eigentlich gefällt er mir ohne Haube wesentlich besser. Man sieht seine Äuglein. Also gut, okay. Ja, das ist es. Ja, wie gesagt, ich habe hier das jetzt alles ein bisschen umgebaut und habe mir also mal ein paar Hefte rausgesucht. Sieht hier vielleicht ein bisschen chaotisch aus auf dem Tisch, aber ich werde zwischendurch mal ein bisschen halt entsprechend wechseln, die Hefte. Die nächste Sache, die mich ein bisschen wundert, ist, wir haben hier eine Fernbedienung und die hat hier ein Soundmodul. Soundmodul? Keine Ahnung. Steht hier Soundmodul. Hier. Gibt es nicht. Warum? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sehr seltsam. Man hätte ja entweder die Musik oder halt, keine Ahnung, macht der halt ja eigentlich, doch, ja klar, der macht ja Geräusche. Also irgendwelche oder sowas in der Art. Hätte man machen können. Wo fange ich jetzt am besten an? Das zum Schluss, denke ich mal. Hier auch mal und hier so zwischendurch. Wir haben hier, das ist das, was ich meine. Moment. Zack. So. Das ist eigentlich unwichtig. Wichtig ist eigentlich die Seite hier. Richtig, genau. Die Seite. Das heißt, wir haben hier das Metallteil. Mal gucken, ob das auf der. Ja, genau. Kann man sehen auf der Kamera. Muss immer ein bisschen kontrollieren, weil da ist die Kamera und hinter mir, da. Da ist mein PC zur Kontrolle. Vielleicht muss ich mir mal hier einen Kontrollmonitor hinstellen. Das ist das Kunststoffteil, was zusammengebaut wird. Das heißt also, innerhalb des Kunststoffmetalls kommt hier die Magnete mit rein. Dann ist das das Außenteil, das Gummiteil. Und dann wird in diesem Gummiteil diese Magnete innen reingeklebt. Logischerweise. Das Problem ist, dass die Magneten so schwach sind, dass die durch das Plastik die magnetische Version also nicht halten können. Man muss natürlich darauf achten beim Zusammenbau, je nachdem, wie rum ich das den Magnet habe. Nord und Nord stößt sich ab, Süd und Süd stößt sich ab, wissen wir alle, Nord und Süd und Nord passt zusammen, schnappt. Kennen wir, brauche ich nicht, glaube ich, großartig diskutieren. Aber ich könnte im Notfall, wenn das einer nicht versteht oder so, kann ich auch über Nord- und Südpolmagnete auch mal ein Video machen. All kein Thema, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Das passt nicht. Wie gesagt, die Magneten sind einfach zu schwach, um das alles zu halten. Jetzt sollte man natürlich meinen, wir kleben ja die einzelnen Teile, was ich gesagt habe, kleben wir ja zusammen. Die sind ja dann halt entsprechend so überlappend. Hab jetzt natürlich schlecht übergeleitet. Dazu müsste ich jetzt ein anderes Teil haben. Mal gucken, was wir hier noch haben. Das ist jetzt alles hier. Das könnte man nehmen. Die Ausgabe 77. Weiß nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Na, aber ich habe das ja schon im Video ein paar Mal gezeigt. Genau. Da ist es zu sehen. Also mal gucken. Und zwar hier. Hier sieht man, ich werde es mal gleich aufzoomen. Hier sieht man diese grün gestrichelte Linie. Damit soll dieses Teil hierüber verklebt werden. Alles gut und schön. Das Problem ist nur, dadurch, dass die Magneten damit drin sind, die das sowieso grundsätzlich nicht halten, wenn man das einmal zusammenbaut, ist es zusammengebaut. Dann braucht man auch die Magneten nicht mehr, weil man nimmt ja die Haut nicht dauernd ab. Ich kann sie auch nicht dauernd abnehmen. Zur Regeneration wäre das vielleicht mal ganz, ganz schick, aber so. Okay. Nein, wie gesagt, dass das hier verklebt wird, das Problem ist, dass wenn man das einmal rumzieht um den Knochen, dann passt das auf der anderen Seite nicht, weil man hat immer einen gewissen Spalt. Wenn man das jetzt so wie hier haben wir die Bandteile, die müssen ja normalerweise übergeklebt werden, aber das passt nicht zusammen, weil das einfach zu wenig ist. Da ist zu wenig Material von einem rum bis zum nächsten. Ich habe es auch in verschiedenen Versionen ausprobiert, um zu gucken, dass man sagt,
vielleicht habe ich es nicht zu weit oben, zu weit unten, dass es von der Form her nicht passt. Vom Gummi her zum Knochen. Das hat alles gepasst, alles gar kein Problem. Und daher ist diese Haut einfach, ich sage mal so, fast um 5 mm einfach zu kurz, um die Knochen richtig zu umschließen. Das ist der Punkt, den ich meine. Und dann, das ist das zum Thema Kleben. Jetzt haben wir noch die Sache, dass wir das Ganze zusammenbauen sollen. Das ist hier. Und genauso ist das zu sehen. Das ist Oberkopf, klar, logisch. Und dieser Kopf muss alles gleichzeitig verarbeitet werden. Das heißt, den Kopf, der muss oben raufgesteckt werden. Dann werden die Kabel gleichzeitig runtergeführt. Die Kabel werden hier reingesteckt. Es muss alles festgehalten werden im gleichen Zuge. Dann haben wir hier dieses Halsteil. Moment, mal gucken, wo ich das hier habe. Das ist hier zu sehen. Der Sensor, der hier vorne ist, der wird dann raufgesteckt, wenn die Rippen gleichzeitig mit raufgesetzt werden. Das muss aber, also, sorry, wie kann man so konstruieren? Man kann den Hals, den Unterteil nicht raufsetzen, ohne es nicht festhalten zu müssen. Dann gleichzeitig noch die Brust vorne raufzusetzen, die dann sich umschließt. Das heißt also, sie muss noch ein bisschen aufgedehnt werden, also leicht rüber gedrückt werden. Und gleichzeitig vier Teile müssen gleichzeitig zusammengesetzt werden. Warum? Warum kann man hier, man sieht doch hier, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hier sehe in diesem Foto. Ich mache dann auch noch mal ein Foto, wo man sieht. Nee, da kann man das nicht sehen. Aber hier zum Beispiel, hier kann man sehen, dass dort wird einfach aufgelegt. Und das hier sind oben drüber. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Genau hier. Ich mache mal ein Foto und dann setze ich das drüber, dass man sieht, hier sind lauter kleine Stifte mit Öffnung drinne. Warum sind hier keine Löcher, also keine Ösen, um eine Schraube da durchzusetzen? Es wird auch hier nicht gesagt, dass hier eine Schraube reinkommt. Also man muss den Hals aufsetzen, gleichzeitig vorne die Brust drüber und mit dieser Brust hält vor, kommt vorne noch der Sensor, der dann alles gleichzeitig festhält. Das nächste Thema ist im Grunde genommen, dass man diese Schrauben, die hier drinne sind, die hier reinkommen in den Rücken, die sind zu kurz. Die sind einfach effektiv mal eine Runde zu kurz. Warum auch immer, keine Ahnung. In verschiedenen Gelenken habe ich auch andere Schrauben nehmen müssen, weil die einfach effektiv zu kurz sind. Und es sind eigentlich an sich nur zwei Arten von Schrauben, einmal die schwarzen, einmal die silbernen. Die silbernen sind Metall und die anderen sind Kunststoff. Das ist eindeutig zu sehen. Daher verstehe ich nicht, warum das so gemacht wurde. Die Schrauben waren einfach zu kurz. Keine Ahnung, ob man da ein bisschen einsparen wollte, von aus welchen Gründen auch immer. Jetzt werden hier nur also vier Schrauben rundherum reingesetzt in den Brustkorb. Ja, nicht alles ist gleich, aber es hätte passen müssen. Insgesamt habe ich drei Schrauben gekriegt, reingekriegt. Die vierte hat nicht gehalten. Ich habe mir gesagt, also warum auch immer, das ist natürlich einfach mal der Kritikpunkt. Dann haben wir noch die Sache des Kopfes, habe ich ja schon gesagt. Also hier muss ja irgendwo vom Kopf her, wo habe ich es jetzt hier? Nee, dann brauchen wir die andere Seite. Das ist das hier, glaube ich. Nee, hatte ich doch aber schon gezeigt, oder? Mit dem Kopf, dass da auch irgendwie ein Problem herrscht. Nee, hier ist es. Hier ist es. Genau. Das ist hier die Konstruktion. Das ist jetzt bei euch auf dem Kopf. Können wir mal umdrehen. Diese Konstruktion, da kommt ein Stift zwischen. Alles gut und schön. Aber dadurch wackelt der Kopf in alle Richtungen. Ja, er soll sich bewegen, das ist richtig. Aber er soll nicht rumschlabbern. Das ist nicht richtig. Und dann ist der Punkt. Jetzt wollen wir mal gucken, wo das genau ist. Andere Seite, andere Richtung. Da haben wir hier den Motor, das ist auch klar. Und hier haben wir den Punkt mit dem Sensor. Das ist der Sensor, der Akustiksensor. Akustik, ja, Akustiksensor, der nach vorne rausgeht aus dem Hals. Und das muss gleichzeitig auf dem Brustkorb mit aufgesetzt werden. Und dann
ist das auch so, dass es nicht gleich hält. Man muss trotzdem alle zusammenhalten. Das ist natürlich auch eine Runde schwierig, also nicht so der Hit. Dann haben wir jetzt hier das sogenannte Finale. Ne, haben wir nicht. Das ist die 99. Wo habe ich jetzt die 100 gelassen hier? 92. Das ist die... Nein. Hatte ich doch gerade gehabt hier. Hier ist die 100, na klar. So. Dann haben wir hier den Punkt des Haltens. Und wie ihr seht, kommt ja hier nochmal der obere der Halter ran. Das hält auch so, wie es ist. Alles gut, also kein Thema. Das ist kein Problem. Und dann haben wir hier den Punkt des Haltens. Und normal soll das Ganze dann so aussehen, was absolut nicht funktioniert. Weil, ja, wenn er steht alleine, aber nicht auf einer gewissen Länge. Das heißt also, irgendwann geben die Gelenke auch ein bisschen nach. Man kann die auch nicht so festschrauben, nicht so lose schrauben. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Alle gut, klar, kein Thema, komme ich mit klar. Aber es wird einfach nur durch den Schwanz hier gestützt. Und dafür hat er im oberen Bereich einfach viel zu viel Gewicht. Was ja natürlich klar sind. Die Beine sind leichter als der Oberkörper. Das ist ganz klar. Aber die Konstruktion hätte man wie beim... Ja, ich sag's einfach mal Iron Man. Nee, Quatsch, nicht Iron Man. Quatsch mit dem, bei dem... jetzt wieder typisch, dass es mir nicht einfällt hier bei dem... Hier bei Arnold, bei Arnie hier... bei Arnie, mir fällt das nicht ein? Ist ja wieder mal peinlich. Also Arnold ist es ja nicht, aber ihr wisst schon, wen ich meine. Vielleicht fällt mir noch ein Satz ein. Da ist die Konstruktion im Rücken gemacht worden. Das heißt also, im Rücken wurde dann halt die Konstruktion festgemacht, dass er da drauf steht. Hier ist es nur der Schwanz, der gestützt wird, beziehungsweise die Figur, die gestützt wird, mit der Öffnung und dem Klettband. Das kann nicht funktionieren, Leute. Das ist einfach. Also ich habe auch mehrere Videos mir angesehen, die 100 fertig gemacht haben. Und da standen alle Figuren an der Wand, weil es einfach nicht funktioniert hat. Du musst die Dinger im Grunde genommen verschrauben. Anders ist das nicht möglich, anders hält das nicht. Das ist effektiv schlecht gemacht. Ich denke mal einfach, wie gesagt, der Elliot, cool, absolut cool. Bauen würde ich ihn nicht nochmal. Andersrum gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen, hoffe ich, dass es irgendwann mal ein Predator gibt dafür. Als Pendant dazu, wäre der Knall im All. Würde ich mich darüber freuen. Riesig würde ich auf jeden Fall auch bauen. Aber die Konstruktion, wie das Ding zusammengebaut wird, ist nicht durchdacht. Anders kann ich halt nicht sagen. Das ist also im Grunde genommen eigentlich mein Resümee. Jetzt habe ich mich hier noch ausgelassen. Jetzt habe ich im Grunde genommen eigentlich, sage ich mal, mich ausgelassen und genug gelabert, genug gemeckert. Grundsätzlich gesagt, Design, alle check. Von der Verarbeitung soweit auch gut. Allerdings die Montage. Wie das Ding konstruiert wird zur Montage ist schlecht. Also nicht gut, schlecht. Also ich weiß nicht, wie ich das machen soll, wie ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall finde ich das nicht so prickelnd. Das war's. Ja, ich will keinen davon grundsätzlich abschrecken, den zu bauen. Baut ihn gerne, wie gesagt, konstruiert ihn. Ich werde noch einige Änderungen vornehmen. Die werde ich euch als nicht als bauliche Version zeigen, sondern als grundsätzliche Version. Wenn es dann fertig ist, werde ich euch da zeigen, was ich da geändert habe. Werde euch das dann halt zeigen. Und das ist erstmal mein Resümee. Wie gesagt, jeder kann ihn bauen. Baut ihn, alles klar, ist sehr toll. Bauen, ja, ist okay, macht Spaß, ist in Ordnung. Modellbauer müssen sich immer ein bisschen was einfallen lassen, dass es halt auch, wenn es halt mal nicht passt. Es gibt immer irgendwo was nicht ganz hinhaut. Aber wenn ich zwei Leute brauche, um ein Bauteil aufzusetzen, um es zusammenzufügen, sag ich mal, um es
zusammenzubauen, Schrauben, wie auch immer. Und es zwei Leute braucht dazu. Das kann nicht sein. Weil diese Figur ist so instabil, man kann sie im Stehen, kann das nicht zusammengebaut werden. Die muss im Liegen zusammengebaut werden. Ich habe leider keine Videos gemacht, weil ja, es ist einfach ein bisschen zu schwierig, das zu machen hier in meinem kleinen Raum. Würde ich mal behaupten. Oder sagen auch, ist so. Ja, gibt es noch irgendwas zu meckern? Nein, ich will nicht meckern. Ich habe keinen Bock mehr zu meckern, weil es einfach, ich finde ihn trotzdem cool. Er ist schon der Knall im All. Ich finde ihn schon klasse. Nö, ich mein Kleiner. Ja, wir verstehen uns schon. Chris, nachher noch ein bisschen was dazu. Da zeigen wir dir noch was dazu. Und dann passt es schon. Ja, Leute, dann hoffe ich, habt nicht zu sehr gemeckert. Ihr konnt euch ein bisschen Informationen rüberbringen. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich tschüss, euer Micha.